Willkommen bei Gardero TV. In der heutigen Folge zeigt Daphne uns die meistgemachten Fehler beim Aufbau einer Pergola und worauf sie achten sollten. Der erste Fehler, der gemacht wird, ist, nicht darauf zu achten, wo die Pergola hingestellt werden soll. Man sollte dabei den Sonnengang beachten, ob die Stelle sehr windig ist und natürlich sollte man auch die Privatsphäre vom Nachbarn beachten. Machen Sie sich einen Plan, um einen idealen Platz für die Pergola zu finden. Machen Sie sich im Vorfeld Gedanken darüber, welchen Zweck die Pergola erfüllen soll, damit die Planung dann auch gut ausgeführt werden kann. Soll ein Esstisch darunter stehen, braucht man genug Platz. Soll es nur eine Dekofunktion haben, dann ist eine kleine Pergola ausreichend. Beachten Sie daher im Vorfeld diese Punkte, damit es später nicht ungewollt aussieht. Wählen Sie das richtige Material, damit Sie von der Pergola auch lange genießen können. Denken Sie daran, dass Holz behandelt werden muss, damit die Lebensdauer verlängert wird. Das Fundament ist die Basis eines guten Projektes. Stellen Sie sicher, dass die Materialstärke ausreichend ist und die Pfosten korrekt platziert werden, damit ausreichend Stabilität vorhanden ist. Andernfalls besteht Gefahr, dass die Pergola absinken kann oder umfallen kann. Zudem sollten Querstreben verwendet werden für mehr Stabilität und die Hölzer müssen untereinander auch sehr gut verbunden werden. Neben einem schlechten Fundament sehen wir häufig, dass bei den Verbindungen häufig geschludert wird, was dafür sorgt, dass die Pergola in sich sehr wackelig ist. Achten Sie daher auf eine gute Verbindung, damit kein Schaden entstehen kann. Kontrolle ist das A und O beim Aufbau einer Pergola. Damit keine unnötigen und schwierigen Korrekturen im Nachhinein gemacht werden müssen, ist es wichtig, beim Aufbau zu kontrollieren, dass alles gerade ist und somit auch passt. Es ist kein echter Fehler, aber mehr ein Hinweis. Sollte man ein Faltsonnensegel montieren, ist es wichtig, es in den Wintermonaten abzuhängen, da andernfalls die Qualität des Stoffes sich verschlechtert und somit es im nächsten Frühling kaputt sein kann oder nicht mehr so schön aussieht. Damit es auch geschützt verstaut werden kann, kann man auch extra eine Aufbewahrungstasche dazu nehmen. Das waren nun die meistgemachten Fehler beim Bau einer Pergola und wir hoffen, dass Sie diese Fehler nicht machen werden und nun vernünftig eine eigene Pergola aufbauen können. Für weitere Informationen und Materialien klicken Sie auf gardero.de und schauen Sie auch bei unserem YouTube-Kanal vorbei, wie man eine Pergola aufbaut. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.